willkommen bei der Sendung mit der Maus. Das ist Dr. Schnaggels. Servus. Dr. Schnaggels, im Präsenz, Medizinstudium. Dafür hat er sich einen Strich auf von der Straße geholt. Und ich? Und ich hatte Gertrud. Und der Delfin dabei. Zuerst muss man das Opfer betäuben. Aber Medikamente sind teuer, deswegen sparen wir die uns. Heute stellen wir Ihnen Werkzeuge vor, die Sie auch ganz einfach zu Hause benutzen können. Wie zum Beispiel diese wunderschöne Geflügelschere. Sie ist perfekt dazu geeignet, Gliedmaßen und Genitalien abzutrennen. Das nächste Gerät ist dieses wunderschöne Beil, falls der Knochen einmal härter ist. Und um das Fleisch von den Knochen zu trennen, eignet sich prima dieses handelsübliche Steakmesser. Aber Sie können auch Steakmesser oder Brotmesser verwenden. Und das Lieblingswerkzeug eines jeden Arztes und Chirurgen ist das allseits beliebte Skalpell, auch leicht zu erhalten für normale Haushälter. Und natürlich auch zur Verwendung ganz wichtig, Pinzetten in jeder Art und Weise. Chirurgie im Allgemeinen sollte man immer zu zweit machen, denn man ist nie alleine, man hat immer eine helfende Hand dabei. Und damit unser Doktor immer eine ruhige Hand hat, reiche ich ihm zum Beispiel Wodka. Ja, Doktor. Prost. Wir wollten Ihnen auch noch zeigen, wie man einen Schädel entnimmt. Leider würde das jetzt zu lange dauern. Deswegen haben wir das schon mal vorbereitet. Und das war die Sendung mit der Maus mit Chirurgie at Home. Wir bedanken uns bei Dr. Schnaggels. Was tun? Ich bin Schwester Gertrud und wir bedanken uns bei unserem Kameramann Crashman. Und wir freuen uns, Sie morgen wiederzusehen, wenn wir Ihnen Dieter vorstellen. Dann machst du wieder so ein 3-2-1, denke ich mal. Dr. Schnaggels, Schwester Gertrud, mit den OP. Herzlich willkommen bei der Sendung mit der Maus. Das ist Dr. Schnaggels. Moin. Er hat sich heute eine Leiche... Und zum Raustrennen von Fleischstücken... Verwenden wir... Genau, verwenden wir dieses Cut. Chirurgie im Allgemeinen soll man niemals alleine machen, denn man ist nie ohne einen anderen. Und zweitens, es wäre auch schon, wenn irgendwann mal die Ich hasse es. Das war die Sendung mit der Maus mit Chirurgie at Home. Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Schnaggels, Mann.